vom Institut für einen Baustein vorgegeben ist. Und das ist aber maximal ein Drittel des Bausteins. Und ein zweites Drittel ist das induktive Lernen. Da kommt ihr mit euren Anliegen. Und auch wenn wir jetzt gerade einen Machtbaustein habt, ihr habt aber im Moment ein Problem mit Emotionsmanagement, dann darf das auch Gegenstand des Lernens sein. Also da organisiert sich jetzt das Lernen nicht von einem Konzept Richtung Nutzung in der Praxis her, sondern da organisiert sich das Lernen von euren Steuerungsproblemen und was aus den vielen Konzepten und Methoden können wir beiziehen, um da eine Verbesserung vorzunehmen. Also auch in da ein duales Zusammenspiel. Der dritte Bereich bei uns ist dann Maßnahmen der Persönlichkeits- und Gruppenpflege. Ja, von daher immer auch ein Erfahrungs-, ein experimentierorientiertes Lernen mit Hinterfragen. Also Stichwort supervisionsorientiertes Lernen oder die wissenschaftliche Variante davon heißt Aktionsforschungsansatz. Also man kann Supervision offenbar in der Bildungslandschaft am besten dadurch verkaufen, dass man es Aktionsforschung nennt. Wird zurzeit auch gemacht. Wichtig bei uns ist auch immer, dass im Rahmen dieser Evangelisierung, dass wir dem kollegialen Lernen großen Raum einräumen. Es ist mehr für die Lernfähigkeit von Menschen und Systemen getan, wenn die untereinander in bessere Qualitäten ihres Miteinanderlernens kommen, als wenn ich als Lehrer ihnen ein tolles Beispiel zeige, wie man es machen kann. Wir kommen aber aus einer Tradition, früher war das so, in der Psychotherapieausbildung, da haben wir Theorien vermittelt, gezeigt, wie es geht, dann haben wir ein tolles Beispiel vorgemacht und daraus bestanden 70-80% der Seminare, der Weiterbildungsseminare. Wir haben uns richtig gehend systematisch umgestellt. Die Lehrtrainer verstehen sich heute als Atmosphärendesigner, als Klimapfleger, als Impulsgeber, als Lernprozess-Sachverständige und Förderer, damit die Kompetenzen der beteiligten Menschen eingebracht und ausgetauscht werden und die lernenden Systeme sich qualifizieren, auch mit der Absicht, dass nach den 2 Jahren Weiterbildung die zusammen auf hohem Niveau miteinander weiterlernen, weil in den 2 Jahren kriegt man auch nicht viel mehr zusammen als ein paar Beispiele. Und es gibt ja viele Gruppen, die ja manchmal sogar über 15 Jahre oder wie viel ist die Älteste schon alt, regelmäßig dann so zusammen weiterlernen. Und das sollte eben auch Rechnung tragen, dass wir eben, wenn man das mal wirklich ernst nimmt, wie verschieden die Menschen sind, dass sowohl Konzepte und Methoden wie auch Vorgehensweisen sein, die zu verschiedenen Persönlichkeiten und Stilen passen. Also ein gewisses Potpourri zu geben, ein gewisses Repertoire zu geben und nicht zu sagen, so ist es richtig und wer es anders macht, bei dem stimmt was nicht. Also wenn ich dann sage, 12 Stunden am Tag sitzen ist der Weg zur Erleuchtung und ich habe jemanden, dessen Weg wäre eigentlich die Intensitätsverstärkung, der kommt nie zum Heil bei mir. Dafür kommt der ein Intensitätsverminderer ist, wenn die sagen, tanz der Derwische bis zum Umfallen, dass du endlich mal die Eierschalen deiner Gewohnheiten loswerden kannst, dann bist du ganz bei dir. Da kommt ein Intensitätsverminderer auch nicht zum Heil. Das heißt, wir brauchen pluralistische Ansätze in den Methoden, in den Vorgehensweisen, die so sind, dass die verschiedenen Stile sich daran andocken und miteinander arbeiten können und die Sprachen sich aneinander anschließen können. Also wieder dieser Pluralitätsgedanke und dieser Integrationsgedanke. Also nicht vereinheitlichen, sondern die Vielfalt zulassen und trotzdem es irgendwie übersichtlich und ankoppelbar zu machen. Und so sollen auch die Denk- und Vorgehenskonzepte sein. Sehr beliebt ist ein Begriff, den ich von George Steiner, hier steht irgendwo, aus einem Linguistikbuch aufgegriffen habe in den 80er Jahren, wo es um kernprägnante und randscharfe Begriffe ging. Und das habe ich als Konzept übernommen, als Metakonzept und es wird sehr erleichternd aufgenommen. Ich erläutere es kurz. Steiner, der heute nicht als Linguist in erster Linie, sondern als Kulturwissenschaftler bezeichnet wird, hat eben gesagt, für eine randscharfe Begriffe brauchen wir
wenn wir eine Wirklichkeitsbeschreibung haben, wo was A ist, nicht B sein kann. Und wir genau definieren müssen, wo die Grenze ist zwischen A und B, weil die Dinge eindeutig voneinander unterscheidbar und aneinander angrenzbar betrachtet werden. Und wenn ich ein Wirklichkeitsgebäude, das solche Eindeutigkeit liefern muss, errichten möchte, brauche ich natürlich Definitionen, die randscharf sind, die Ränder zwischen den Bedeutungsbereichen klar markiere. Und das ist für bestimmte wissenschaftliche Beschreibungen und Arbeitung nützlich. Aber immer dort, wo es um die Vielschichtigkeit von Kultur und Menschlichkeit geht, ist das die falsche Sprache. Da brauchen wir Begriffe, die kernprägnant sind. Das heißt, bei dem jeder sofort ein Verständnis hat, was das meint, Liebe. Wenn ich jetzt aber sage, in der klassischen Weise, definieren Sie mir mal, wo hört Liebe auf und wo fängt Freundschaft an, wo hört Liebe auf und sexuelles Verlangen an und so, dann werden wir lange und unfruchtbar diskutieren. Und am Ende weiß keiner mehr, was Liebe ist. Wenn dann diese Diskussion wieder abgeklungen ist, weiß es wieder jeder. Wenn ich kernprägnant rangehe, frage ich jemand, das, was für dich Liebe ist, sag mir mal eine Situation oder eine Begebenheit, in der du das am meisten gespürt hast. Das heißt, ich frage an einem Anteilnehmen am Zentrum der Bedeutung für diesen Menschen. Und da ist jetzt klar, das kann man nicht definieren als Objekt, sondern das wird immer definiert im Zusammenhang mit lebendigen Menschen, mit Anteilnahme. Und ist von daher eine Sprache, die der kulturellen Verständigung zuarbeitet. Und weil die Menschen gern Schaubilder haben, habe ich mir dazu ein Schaubild ausgedacht. Und wenn ihr die Diskussion in den Verbänden verfolgt, im TA-Verband haben wir Jahre damit verbracht zu diskutieren, was ist noch Beratung und schon Therapie. Und wann überschreiten die Berater, die keine therapeutische Ausbildung haben, ihre Kompetenzen, weil es schon Therapie ist? Oder was ist noch pädagogische Beratung und was ist schon Organisationsberatung, was jemand nicht machen darf, der keine Erfahrung in Organisation hat? Ja, was ist denn eine Erfahrung in Organisation? Ist denn eine Schule, in der er war, keine Organisation? Ist ein Geschäft, in dem er einkauft, keine Organisation? Und da konnte man sehr lange diskutieren, bis wir dann endlich den Ausweg gefunden haben und gesagt haben, diese abgrenzende Diskussion führt nirgends hin. Die führt zu einer übermäßigen Beschäftigung mit Grenzen, anstatt dass wir uns über das Wesentliche austauschen. Und zu diesen kernprägnanten Begriffen gehört dann dieses Bild. Ich habe mir das damals vorgestellt, das sind wie übereinander geworfene, gelagerte Zielscheiben. Ja. Und da ist es überhaupt kein Problem, wenn sich die Bedeutungsräume von Beratung oder die Konzepte, die dazugehören, oder die Methoden, die dazugehören, überlappen. Viel wichtiger ist, dass derjenige, wenn er zu entscheiden hat, wenn er Spielraum hat, was ist das Wichtigste an seiner Arbeit, weiß, wofür er da ist. Und da ist jemand, der im Training macht, klar, im Zweifel ist er dazu da, Leuten Kompetenzen und Skills zu vermitteln. Und jemand, der Therapie macht, ist im Zweifel dazu da, jemanden, einen Fehlfunktionären zu identifizieren und ihm zu helfen, davon loszukommen, dass ihn körperlich oder seelisch belastet. Es ist aber dann gar kein Problem, dass ein Therapeut, der kann natürlich auch über Berufsfragen sich ausführlich mit dem Klienten unterhalten, der ist deswegen noch lange kein Berufsberater. Sondern er begibt sich in diese Bereiche aus der Perspektive des Therapeuten. Und es kann natürlich ein Organisationsberater mit jemandem, mit dem man in der Organisation zu tun hat, über den Umgang mit seinen körperlichen und seelischen Ressourcen sprechen. Deswegen ist er noch lange kein Psychotherapeut. Er tut es aus der Perspektive, zuständig zu sein für mögliche Organisationsentwicklungen. Und das macht dann sehr viele dieser abgrenzenden Diskussionen unnötig. Und diese Art zu denken, die
bei uns Gewohnheit geworden ist, ohne dass wir das recht gemerkt haben. Wenn wir uns rechtfertigen wollen und wenn wir genau sein wollen, geraten wir in randscharfes Denken. Oder wenn wir Zuständigkeiten klären wollen. Ich habe dann immer gesagt, das Verteidigen der Grenzen ersetzt die Bestellung des Feldes. Ich erinnere mich, im Großkonzern haben wir in Russland mal gearbeitet und haben lange rumgefragt, wer für das Russlandgeschäft dieses Konzerns zuständig ist. Wir fanden niemanden. Dann haben wir einfach was gemacht. Dann hat sich sofort jemand gefunden und gesagt, Sie haben sich in meinen Zuständigkeitsbereich eingemischt. Und sagen, und was machen Sie da? Das geht Sie gar nichts an. Also, und das ist ein Riesenproblem, wenn die Leute ihre Identität in der Verteidigung ihrer Grenzen suchen, anstatt im Versorgen ihres Kerngeschäfts. Und ich habe auch immer gesagt, in der Zeit, wo Bildungsabteilung versus Personalentwicklung versus Organisationsentwicklung, als klar war, die werden nicht alle bleiben, da wird aussortiert, haben die sich total darauf gestürzt, Felder zu besetzen und sie abzugrenzen und ja, dafür zu sorgen, dass jemand das nicht machen darf. Dann macht es weiterhin, aber er sucht sich jetzt einen anderen Begriff, damit man nicht merkt, dass er es weitermacht, weil es ja jetzt anders heißt. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, lasst diesen Blödsinn. Macht das, was ihr am besten könnt und was die Organisation braucht, mit Sorgfalt. Und es wird sich in den entscheidenden Gremien eher jemand finden, der sagt, die brauchen wir. Wenn ihr aber euch darauf konzentriert, nur eure Zuständigkeiten zu verteidigen und eure Identität und euren Wert daran zu richten, wie groß das Feld ist, auch wenn ihr das gar nicht bearbeitet, das wird euer Überleben nicht sichern und es wird auch zu einem Gefühl von Würde und Wissen, wer ihr seid, nicht beitragen. Also von daher glaube ich, dass eine Denktradition, die wir gelernt haben, die als wissenschaftlich und als wertvoll und als intellektuell gilt, bis eine enorme kulturelle Fehlprägung bringt. Und deswegen brauchen wir ein Konzept, die uns hilft, das auch wieder loszulassen, diese kulturelle Fehlprägung. Das Denken in Perspektiven hatten wir jetzt schon mehrfach. Es ist klar, je weiter wir kommen, desto öfter wird sich etwas wiederholen, weil es natürlich in anderen Zusammenhängen auch schon mal aufgeleuchtet ist, weil ja immer alles zusammengehört. Was ich aber oft merke, ist, dass Kollegen von mir, die versuchen, dann viele meiner Konzepte zusammen in ein großes Konzept zu bringen. Gestern hatten wir auch mal sowas, wenn man sagt, wie ist das Drei-Welten-Modell, wie passt das zusammen mit dem Dialogmodell der Kommunikation und ist das eine das andere und kann man es übersetzen und wie genau überschneidungsfrei aneinander anschließen. Erstens geht das in der Regel nicht und zweitens wäre das auch gar nicht gut, weil wir dann Jumbos an Erklärungen haben. Ja? Und ich, dass ich dieses freie Umgehen mit den verschiedenen Konzepten beschreibe ich dann in einer Metapher, stelle mir dann immer vor, dass es einen Kranz von Scheinwerfern gibt, die den Gegenstand, mit dem wir es gerade zu tun haben, beleuchten. Und dann kann da mal ein roter sein und in kürzerem Abstand ein gelber und dann in größerem Abstand ein heller weißer und an der anderen Stelle wieder ein kleiner gelber, das muss gar keine voll durchsystematisierende Ordnung haben, solange ich weiß, welches Licht, welcher Scheinwerfer auf den Gegenstand wirft. Und je nachdem, in welchem Licht ich dann den Gegenstand angucken will, mache ich dann nur die Scheinwerfer an oder die Kombination von Scheinwerfer, die ich brauche und die anderen lasse ich aus. Und mehr Licht gibt ja nicht mehr Erkenntnis, weil es Unterschiede verwischt, aber ohne Unterschiede keine Erkenntnis. Das heißt, das Nicht-Anschalten von Scheinwerfern, die wir im Moment nicht brauchen, bringt mehr Erkenntnis, als wenn ich immer alles mitbeleuchte. Am meisten hat mich das gestört in der Psychotherapie, weil wir da ja immer sehr lösungs- und ressourcen- und gegenwarts- und zukunftsorientiert gearbeitet haben, die meisten psychotherapeutischen Konzepte in ihrer Bedeutung aber immer aus einer Entwicklungsgeschichte her abgeleitet wurden. Und wenn ich wissen wollte, ob dieses Konzept geeignet ist, musste ich es immer plausibilisieren, indem ich in der Entwicklung des Klienten Ereignisse gefunden habe, die erklären,
die plausibel machen, dass ich im Moment mit diesem Konzept seine Lage beschreiben möchte. Das heißt, es wurde die Frage der Motive oder es wurde der Frage der Vergangenheit, wie chronisch zu bedienende Scheinwerfer immer wach gehalten. Die haben immer Strom verbraucht und die haben außerdem dort, wo ich andere Licht- und Schatteneffekte gebraucht habe, um was zu erkennen, mir immer verwischt, weil die unnötig hell die Sache überstrahlt haben. Also ein bewusstes Umgehen mit Licht und Schatten. Und wissenschaftlich gesprochen neigen die Leute zu oft dazu, kategoriale Systeme aufzubauen, wie das Science heißt, also wo sozusagen alle Kategorien geklärt sind und zueinander gefügt sind. Und es gibt offenbar dazu auch die wissenschaftliche Alternative, das sind dann dimensionale Systeme, wo einfach verschiedene Dimensionen nebeneinander gesetzt werden und die nicht zueinander in ein gefügtes Gesamtsystem gebracht werden müssen. Ein solches System ist sowieso immer eine Illusion, weil es gibt kein System, das alles, was wir brauchen, abbilden können. Aber solche Systeme schaffen uns immer einen Beschreibungs- und Erklärungsballast, der uns das Arbeiten schwer macht. Insofern sind es in einer anderen Sprache jetzt, ich wollte die Begriffe nur mal nennen, eben keine Systeme, sondern Kataloge. Also und jeder Scheinwerfer ist eine Seite in einem solchen Katalog. Und dann blättern wir drin, bis wir eine Seite finden, die passt für die Situation. Und dann arbeiten wir damit. Darüber habe ich jetzt schon viel gesprochen. Horizontale und vertikale Fokussierung. Uns ist immer wichtig, für den Fortgang der Wirklichkeitsinszenierung auf der Ebene, auf der wir es im Beispiel im Moment zu tun haben, Fortschritte zu machen. Aber es ist immer genauso wichtig, das als Beispiel für Steuerung zu nehmen, sodass wir bezüglich der Steuerung und die Verwendbarkeit für andere Bühnen, anderen Orts einen Gewinn kriegen. Und deswegen müssen die Konzepte auch so sein, dass die nicht nur für den Moment einen Nutzen haben, sondern dass die sehr leicht auf ganz andere Bühnen und Rollen und Inszenierungen übertragbar sind. Und das intuitiv auch leicht zu machen ist, weil sie einfach und verständlich sind. Etwas, was uns auch immer wichtig ist, ist der fragmentarische Ansatz. Wer die leidvolle Geschichte der Schullehrpläne verfolgt, kriegt mit, dass diese Lehrpläne ersticken daran, dass man meint, alles thematisch abdecken zu müssen, dass man nicht den Mut hat, viele Inhalte rauszuschmeißen und lieber an wenigen Beispielen intensiv und gut zu lernen, als flächendeckend alles abzuhandeln. Und wir haben uns da ganz konsequent dem verschrieben, dass wir sagen, es ist ohnehin immer nur an Beispielen zu lernen, wenn die Beispiele eine gewisse Vielfalt haben, mal aus der persönlichen Arbeit, mal aus der Organisationsberatung, mal aus der Strategieberatung, mal aus dem Mittelstand, mal aus dem Konzern, mal aus einer sozialen Einrichtung. Wir nehmen uns lieber die Zeit, an den Beispielen die Vielschichtigkeit der Fragestellung herauszuarbeiten und dafür Lösungen zu finden und uns daraufhin in Lerngemeinschaft zu organisieren, anstatt möglichst viele Beispiele, aber relativ verflacht zu behandeln, weil wir hoffen auf qualitativen Transfer. Also nicht unbedingt Transfer der Inhalte und Erkenntnisse eins zu eins woanders hin, sondern Transfer, weil unsere Steuerungsfähigkeit durch diese Beispiele erhöht wird und wir dann in völlig anderen Bereichen die Qualität dessen. Wir spüren ganz genau, jetzt sind wir in einer Gesprächsweise, das ist nicht so, wie wir Probleme gelernt haben, gut zu lösen. Da müssen wir uns noch ein bisschen umorganisieren, bis sich das wieder einstellt. Ja, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Also ich glaube fest daran, dass Qualität eine sehr viel höhere ökonomische Transferwirkung hat als Inhalt. Fragment. Weiß nicht genau, ob die Frage jetzt hierher passt, bloß dieses Thema Schule ist für mich so ein Beispiel, wo also ich diesen Ansatz völlig teile und ja eine fundamentale Fehlsteuerung dann vorliegt. Als Beispiel auch für andere Systeme gibt es Ansatzmöglichkeiten,
damit umzugehen und dagegen zu steuern, oder muss man auf die Einsicht warten, bis man dann gerufen wird? Ich weiß es noch nicht, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Also wir versuchen uns ja in Schulentwicklung. Ich glaube, die Zeit ist im Moment relativ günstig, dass wir doch wirklich mal was Neues probieren können. Also ich habe ja als Hochschulrat auch jetzt mit den Haltungen im Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg zum Beispiel zu tun. Und die sind da wirklich entschlossen, mit diesen alten Zöpfen aufzuhören. Die haben eher auch das Problem, die sind nicht immer konsistent und zwischen den Ministerien gibt es dann auch genug Verwerfungen. Aber da ist wirklich eine Entscheidung da, wir brauchen zum Beispiel eine neue pädagogische Hochschule, die ein neues Verständnis von Lehrerbild, von Institutionen, von Lernen, von Kundenorientierung mit sich bringt, oder die pädagogischen Hochschulen werden abgeschafft. Also da gibt es jetzt doch auf der politischen Ebene eine gewisse Entschlossenheit. Ich weiß nicht, wie lange die hält, dass ich aber doch Hoffnung habe, auch unter dem Existenzdruck, der jetzt da ist, da haben wir jetzt eine echte Notwendigkeit, dass man dann doch einige der Institutionen verwandeln kann, oder sie werden absterben, weil andere hochkommen und die anderen einfach vom Markt verdrängen. Und dann wird die Politik entscheiden, dass sie die Finanzierung der Institutionen, die nicht reformfähig sind, dann irgendwann mal sein lässt. Also, aber auch wieder nur ein Beispiel, ein fragmentarischer Ansatz. Wir versuchen es in bestimmten Didaktikbereichen der Hochschulen, wir versuchen es durch die Art der Besetzung des Rektorats, wir versuchen es durch Schulentwicklungsideen, wir versuchen es durch Anschluss an den Kopenhagen-Prozess und. Aber ich habe da keinen Überblick, um da eine gültige Antwort zu geben. Aber ich habe mehr Hoffnung, als ich schon hatte. Ob ich davon noch viel erleben werde, weiß ich nicht. Aber ich übe mich in der Tugend, an dem Tempel zu bauen, auch wenn ich selbst darin nie sein werde. Und wichtig ist auch als Gegenprinzip zu diesem randscharf denkenden Prinzip klar zu machen, dass das Leben immer ein Ganzes ist, weil die Fachrichtung und die Ressorts und die Zuständigkeiten es immer aufteilen, als wären es Teile, wie man einen Kuchen teilen kann. Und das Scheinwerferbild zeigt ja eben, die Sache an sich ist immer die ganze Sache. Es sind nur verschiedene Perspektiven. Und es ist, man kann auch nicht sagen, man hat es jetzt nur mit dem menschlichen Faktor zu tun und nur mit dem ökonomischen Faktor. Es ist immer der ökonomische und der menschliche als Ganzes. Ich hebe nur den menschlichen in Vordergrund, und durch den menschlichen hindurch ist immer die ganze Fragestellung der Ökonomie mit anwesend. Und das ist eben sehr schön in dem Hologrammprinzip verkörpert. Man kann aus jeder Betrachtungsperspektive immer die gesamte Information erschließen, weil in jedem Teil ist die gesamte Information vorhanden, aber sie ordnet sich in unterschiedlicher Dichte, in Vorder- und Hintergründigkeit. Welche Anforderungen haben wir an Konzepte und an Vorgehensweisen? Sie müssen praktisch nützlich sein. Also einfach auch leicht handhabbar und was bringen. Und sie müssen trotzdem für die Perspektive, die sie einnehmen, doch eine gewisse intellektuelle Klarheit haben. Was aber sehr wohl kernprägnant sein darf. Wie zum Beispiel Integrität und Integration. Das sind Begriffe, die man randscharf fast nicht definieren kann. Und trotzdem ist es eine intellektuelle Klarheit, weil man den wesentlichen Fokus, der hinter beiden Begriffen gemeint ist, sofort versteht. Und diese Begriffe dienen ja dazu, dass Menschen etwas verstehen, nicht, dass man in Lehrbüchern eine eindeutige Definition reinschreiben kann. Und dann sehr oft ist so, das kennt ihr ja auch, wenn diese akademische Tradition des Kiebigen, erklären Sie mir mal das. Als ich in Amerika war, war ich total von den Socken, dass ich in einer Lehrveranstaltung war, hob jemand die Hand, wurde drangenommen, er stand auf und sagte, I agree with you, und setzte sich wieder hin. Ich sagte, wie bitte, was war das, ein Beitrag? Ich kannte das nicht. In Deutschland ist nur ein Beitrag, wenn man zeigt, dass man irgendwas besser weiß oder dem anderen irgendwie nachweisen kann, dass etwas vielleicht doch nicht ganz so ist, wie er es gerade gesagt hat. Und da ist einfach wichtig, dass man immer weiß,
wie mit dem Scheinwerfer, der hat einen Kernlichtbereich, in dem Dinge sehr klar sind. Er hat einen Randbereich, wo man ein bisschen was erkennt mit diesem Scheinwerfer. Und es gibt einen großen Bereich, da erkennt man mit dem Scheinwerfer gar nichts. Wenn man jetzt Aussagen über den Bereich mit Hilfe dieses Scheinwerfers machen will, ist kein Wunder, dass man im Dunkeln tappt. Und es gibt jede Beschreibung, die, wenn man es ins Extrem treibt, in einen völligen Unsinnsbereich endet. Also zum Beispiel die Typologie von Jung, die ich euch erklärt habe, die ist wirklich kernprägnant, sehr überzeugend. Man kann sehr viel gut damit arbeiten, finde ich. Wenn man aber genau mal drüber nachdenkt, gibt es überhaupt ein gefühlsmäßiges Bewerten ohne ein gedankliches Ordnen, dann verschwimmen die Kategorien und das Modell löst sich auf. Dann ist man intellektuell scharfsinnig gewesen, hat aber etwas Lebendiges kaputt gemacht. Und da ist auch einfach wichtig, dass wir da eine Haltung einnehmen, sagen, das gilt für alles. Man braucht nur ein genügend extremes Beispiel nehmen und die Aussage stimmt nicht mehr. Das heißt aber auch umgekehrt, immer wenn mich jemand eine grundsätzliche Frage fragt zu einem Konzept oder zum Gedanken, den ich vorstelle, sage ich immer, wir brauchen ein Beispiel dazu, sonst können wir nicht feststellen, ob die Aussage sinnvoll ist oder nicht. Ja, weil es ist ganz klar, dass jede Aussage als allgemeine Aussage entweder platt ist oder verwegen. Dann gibt es etwas, und das ist jetzt sehr nah an dem, was ich situative Evaluation betreffe, nenne. Es heißt, die Bewertung, ob etwas plausibel und gültig ist, kann man eigentlich immer nur im Zusammenhang mit lebendigen Menschen und einem konkreten Prozess vornehmen. Also zumindest im Bereich der Sozial- und Humanwissenschaften, also im Bereich, der relevant ist für die Gestaltung unserer Gesellschaft. Ob das in der Astronomie so ist, ist nochmal eine andere Frage. Also die Evidenz im Kontakt, und das finde ich auch ganz wichtig, dass die Menschen sich nicht verleiden lassen, Plausibilität ohne das konkrete Beispiel, an der jeder fühlende und verstehende Mensch sehen kann, ob es ihn überzeugt oder nicht überzeugt, Plausibilität darlegen zu wollen. Sondern ich sage immer, kann man so denken, kann man nicht so denken. Wir brauchen eine Situation. In der konkreten Begegnung weiß man plötzlich, hat es Wert oder hat es nicht Wert. Und das ist auch durchaus in der Quantenphysik so, habe ich vor kurzem gehört. Einige von euch kennen wahrscheinlich Harald Lesch, ein Astronom, soweit ich weiß, der ganz ausgezeichnet und anschaulich Fragen der Astronomie in der Quantenphysik für einen Normalbürger verständlich macht. Und der hat gesagt, wir haben das Problem auch in der Quantenphysik, im Prinzip sind die Dinge unbestimmt. Aber durch Begegnung damit gerät alles an seinen Ort und es ist durchaus bestimmt. Wenn aber die Begegnung sich wieder auflöst, sind sie auch wieder unbestimmt. Also Wirklichkeit, relevante Wirklichkeit ist immer eine Frage der Begegnung und nichts, was abstrakt funktioniert. Und das ist sogar in der Quantenphysik so. Und das ist eben auch die Haltung, wer wirklich fragt, respektiert die Antworten und lernt aus ihnen. Muss deswegen nicht jeden Blödsinn interessant finden. Aber ich meine die Haltung, dass er wirklich eine Fragehaltung hat. Ist es was an der Stelle hilfreich ist? Weil zumindest in unserem Metier, wir wollen ja nicht, uns das Ergebnis unserer Arbeit sind ja nicht objektive Aussagen, sondern Plausibilität für Menschen, die Gesellschaft bauen. Und deswegen muss es Menschen überzeugen und nicht objektiv richtig sein. Und dann die Sache mit dem Aberglauben, ich bin ganz sicher, dass über 90% der wissenschaftlichen Tatsachen, von denen wir heute ausgehen, in ein paar hundert Jahren als genauso magische Aberglauben betrachtet werden, wie wir heute vieles aus dem Mittelalter ansehen. Also das ist normal. Wir können davon ausgehen, dass es ein Aberglauben ist. Jeder Art von Glauben. Es ist nur wichtig, dass wir fruchtbar und evolutionstauglich damit umgehen und dass wir dabei möglichst viel Sinn empfinden. Habe ich schon gesagt, Modelle sollen übersichtlich sein, deswegen 2, 3, 4 Gesichtspunkte, manchmal auch 5, weil wir, wie man ja so gern sagt, aus der Gehirnforschung wissen, maximal 7 Chunks gleichzeitig
präsent gehalten werden können. Wir lassen dann immer noch ein bisschen Platz von 3 bis 4 Chunks für andere Sachen, die auch noch präsent sein sollen, außer dem Modell. Die Modelle sollen eine einfache, verständliche Oberfläche haben. Das heißt, die sollen von jemand relativ schnell genutzt werden können auf einem simplen Verständnisniveau und trotzdem anschlussfähig sein an sehr differenzierte, komplexe Überlegungen dahinter. Also nicht erst einfache, aber dumme Modelle und später andere, aber gescheite Modelle, sondern Modelle, die eine einfache, eine schlichte Oberfläche haben und da auch schon einen gewissen Nutzen stiften. Und dieselben Modelle brauchen Tiefendimensionen. Also ist auch wiederum eine Frage der Modellpolitik. Bausatzprinzip habe ich auch schon gesagt, wir machen aus unseren Modellen eben nicht Systeme, dass wir da alle komplett zusammenbauen und sagen, so ist die Welt, jetzt habt ihr alles im Bausatz, was ihr braucht, sondern das sind kategoriale, das sind dimensionale Systeme. Wir sagen, so wie aus der Praxis erwachsen, entstehen Gesichtspunkte, Methoden, Vorgehensweise. Wir behaupten gar nicht, dass es ein komplettes System ist, aber wir beschreiben, wie wir zu denen gekommen sind, sodass jeder damit so lange arbeiten kann, so lange er mag und natürlich neue entwickeln kann, wenn er das braucht. Und jedes soll für sich einen gewissen Nutzen haben, damit man nicht solche Jumbos hat. Weil ihr wisst das alles, Lehrbücher, in denen diese komplexen, großen Modelle sind, die hat man nie im Kopf, wenn man arbeitet. Aber wir brauchen ja Modelle, die im Hintergrund, die sich von selbst aufrufen, weil die Situation eine Strukturähnlichkeit hat, dass wir die Modelle gut für die Situation verwenden können. Und natürlich wäre auch schön im Zuge der Augenhöhe, dass wir mit den Kunden, die sich dafür eignen, denen auch kurz sagen, mit welchen Modellen die arbeiten, dass die mitgucken können, ob das die richtigen sind und bei der Gelegenheit auch dort ein Stück Modelllernen stattfindet. Entscheidend Komplementarität und Integration habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, wisst ihr, wir uns dem verpflichtet sehen. Wir lassen dann lieber mal ein Modell weg, wenn es gar nicht integrationsfähig ist. Und das hat eben mit diesem Ökonomiebegriff zu tun. Und jetzt komme ich noch zu dem Aspekt, dass die Modelle eben auch geeignet sein sollen, unbewusst intuitives Begreifen zu fördern. Also so wie der Ericsson das mit so wie der Ericsson das mit seinen Stories macht, der erzählt eine Story, weil ich intuitiv kapiere, was da drin ist und es mir wieder einfällt oder mich wieder organisiert, ohne dass ich die Logik, die Architektur, die da vielleicht reingedacht werden kann, dazwischen aktivieren muss, sondern es organisiert mich ziemlich einfach. Und deswegen sollten die Modelle, wie ich das vorher schon gesagt habe, einerseits eine anschauliche Oberfläche haben und andererseits eine Tiefenstruktur, die mich irgendwie berührt, weil das die Wahrscheinlichkeit, dass es im Hintergrund auch aktiv wird und mir hilft, meine Welt zu organisieren, einfach erhöht. Und von daher suchen wir die Förderung des unbewussten Denkens in diesen Modellen, also auch, dass sie sich intuitiv in uns aufrufen. Also es ist nie so, dass ich in eine Situation reingehe und habe sozusagen gedanklich meinen Methodenfächer aufgespannt und mal sehen, was für einen Fall haben wir diesmal und was kann ich davon brauchen. Ich rede mit den Leuten und dann fällt mir plötzlich ein Modell ein, weil es unbewusst intuitiv in mir aufgerufen wird. Aber ich arbeite nicht nur intuitiv damit, sondern mir fällt auch wirklich das Modell dazu ein, sodass ich es aktiv nutzen und vielleicht den anderen auch zur Verfügung stellen kann, was besonders nützlich ist bei Modellen wie ich tue, ich es oder Intensitätsverstärker, Intensitätsverminderer, weil da die Kenntnis eines Modells eine große entspannende Wirkung hat. Über die Scheinwerfer-Metapher habe ich gerade schon gesprochen. Ich habe versucht, das mit Perspektivenwachheit zu überschreiben und die Haltung des forschenden Vorgehens. Das hat sich aus allen meinen bisherigen Äußerungen, glaube ich, ergeben. Modelle sind keine Antworten, sondern sie organisieren Fragestellungen. Und dann so ein paar Haltungen von Fritz Perls, den ich leider nicht mehr persönlich kennengelernt habe, stand ja der Spruch,
one of the most difficult things is to see the obvious. Also was vom Schwierigsten ist, das Offensichtliche zu sehen. Und das macht klar, dass die meisten Dinge eben nicht verborgen sind, sondern sie sind sichtbar, aber wir haben keine Kategorien, keine Aufmerksamkeiten, sie zu erkennen. Wir sind eher so sozialisiert, dass wir davon ausgehen, dass die Wirkkräfte, die interessant sind, verborgen sind. Und wir müssen buddeln, um die verborgenen, untergründigen Dinge an die Oberfläche zu bringen, Leichen auszugraben oder sonst irgendwie. Und das ist so der Hang zur Tiefe des Deutschen. In der Tiefe liegt die Fruchtbarkeit. Dabei weiß jeder Kleingärtner, dass das nicht stimmt. Grab mal einen halben Meter um. Und das Unterste ist zu oben, dann wächst nichts mehr. Also Verborgenes, scheinbar Verborgenes, lässt sich, also die wichtigen Dinge sind nicht verborgen, sondern der Beobachter muss sich verändern, um sie sehen zu können. Also wir müssen uns bewegen. Also ich brauche nicht mehr Licht, um das Dunkle endlich zu erhellen, sondern ich schalte mal einen anderen Scheinwerfer ein und vielleicht sieht man dann plötzlich in dem Kontrast, was man sehen möchte. Es muss gar nicht mehr Licht sein. Und Verborgenes lässt sich dann nicht dadurch erkennen, dass man bohrt. Insbesondere ist dann so, wenn man das Gefühl hat, das, was einem verborgen ist, müsste man wissen, weil man sonst nicht arbeiten kann. Aber man findet nicht heraus, was da verborgen ist. Da kann man einen dreitägigen Workshop draus machen, kommt nichts raus. Und deswegen ist es oft eine Erkenntnisfalle. Und im Systemischen haben wir ja dann Arbeitsfiguren gelernt, die damit arbeiten, die sagen, wir lassen da, ist ein Geheimnis, da ist eine Wirkkraft, die wird vielleicht bleiben. Wie geht denn jeder damit um, wenn er so denkt? Und wie können wir alle eine bessere Zukunft entwickeln, wenn das Verborgene, dessen wirkliche Bedeutung wir nicht kennen, vielleicht ist das eine Fiktion und es gibt es gar nicht. Das ist kein Wunder, dass wir ewig buddeln, wenn gar keine Leiche vergraben ist. Dann ist der ganze Garten zur Sau. Hätten wir auch billiger haben können. Also, dass wir lernen, uns nicht aufzuhalten im Aufdecken des Verborgenen, also diese Sherlock-Holmes-Mentalität, wenn wir dem Geheimnis auf die Spur sind, die ist nicht sehr hilfreich, sondern manchmal ist es viel besser, ich trete einen Schritt zurück und sehe eigentlich das Offensichtliche. Zum Beispiel, dass vertikale und horizontale Steuerung zusammengehören. Wenn ich ganz nah gehe und sage, warum machen die das denn nicht, dann werde ich nicht arg viel herausfinden. Das werde ich jetzt nicht ausführlich machen, ich will nur kurz darauf verweisen. Das findet ihr, glaube ich, im blauen Buch. Da habe ich insgesamt ein Kapitel zur Wirklichkeitslogik der Wirklichkeitskonstruktion, also eine eigene Didaktik, angefangen zu entwickeln im Umgang mit Wirklichkeit, Bildern von Wirklichkeit und von Inszenierungen. Und habe da zum Beispiel 12 pragmatische Unterscheidungskategorien formuliert, die ich persönlich wirklich nützlich finde, die aber bisher noch wenig Anklang gefunden haben. Ich will euch aber an einem Beispiel versuchen zu werben für die differenzialdiagnostische und Steuerungsnützlichkeit, die das hat. Ich habe zum Beispiel unterschieden zwischen der Stabilität und der Konstanz von Wirklichkeitsbildern oder von Wirklichkeitskonstruktionen. Ihr alle, ein Beispiel aus der Teamarbeit, ihr alle kennt es, dass ein Team, wenn es sich 8 Wochen später trifft, sich nicht mehr auf die gemeinsam konstruierte Wirklichkeit vom letzten Mal bezieht. Es wird einfach das Rad neu erfunden oder die Welt hat sich weitergedreht und es wird irgendetwas jetzt wieder gemacht. Und es ist die Frage, wenn man darin ein Problem sieht, was für ein Problem ist das? Ist das ein Problem der Konstanz oder der Stabilität? Konstanz habe ich so definiert, das ist einfach die Stabilität in der Zeit von Wirklichkeitsbildern. Also Wirklichkeiten, die neu konstruiert werden, die verfallen einfach, wenn sie nicht konserviert werden. Das heißt, Konservierungsmethoden sind, man schreibt ein Protokoll, man erinnert zwischendrin dran, man wiederholt es so oft, bis allen das durch Wiederholung genügend in sie eingesunken ist, dass es jetzt Bestandteil ist, weil es uns einfach wieder wegdriftet und die alten Wirklichkeiten wieder in den Vordergrund kommen. Da ist keiner bösen Willens, sondern das ist einfach so. Und wenn das das Problem ist,
dass die nie vorankommen in ihrem Prozess, weil sie immer wieder von vorn anfangen, dann muss man eben für mehr Konstanz in der Entwicklung ihrer Wirklichkeitsbilder sorgen. Und das ist ein anderer Fall, als wenn Sie ein Stabilitätsproblem haben. Stabilität habe ich so definiert, eine Wirklichkeitskonstruktion ist labil, sobald eine andere konkurrierende auftaucht. Und immer wenn einer eine neue Idee hat, verfällt die alte, ohne dass es ein geordnetes Verfahren gibt, ob die neue Idee überhaupt gut genug ist und unter welchen Bedingungen sie die alte ersetzen sollte. Oder je nachdem, wer derjenige ist, der die neue Idee einbringt, dass die Alten sofort zusammenfallen in sich. Oder dass es auch überhaupt gar kein Recht gibt, erstmal auf die Erhaltung einer bisher aufgebauten gemeinsamen Idee zu beharren und von jedem zu verlangen, dass er nur unter kontrollierten Bedingungen konkurrierende Ideen dagegen stellt. Unser Rechtssystem, unser Gesellschaftssystem sieht ja solche Verfahren vor, also zum Beispiel Verfassungsparagraphen haben eine andere Stabilität als spontane Kabinettsvorlagen. Und da dieses Prinzip ist dort durchaus verwirklicht, dass es, wenn es ordentlich zugeht, um zwischen Kontinuität und Entwicklung in einer Gesellschaft zu unterscheiden, dass es da geordnete Verfahren gibt, welche Stabilität, welche Art von Wirklichkeitsbilder haben müssen, dass sie ihren Segen entfalten können. Und das sind Kategorien, in denen also, glaube ich, in vielen Organisationsprozessen da nicht so richtig nachgedacht wird. Und ihr werdet mir jetzt wahrscheinlich zustimmen, dass das schon ein Unterschied ist, wenn ein Wirklichkeitsbild verfallen ist, ob ich meine, es liegt daran, dass es nicht die Konstanz, eine Kultur ist, die keine Konstanz halten kann, oder ob es eine Kultur ist, die kein gutes Stabilitätsmanagement hat, dass es ganz unterschiedliche Maßnahmen nach sich zieht. Deswegen halte ich das eigentlich für eine interessante, pragmatische Unterscheidungskategorie. Und so gibt es dann noch 10 andere, die ich aber jetzt nicht im Einzelnen referieren möchte, aber ich lade euch ein. Vielleicht wird es die Geburtsstunde der Weiterentwicklung dieses wirklichkeitsorientierten didaktischen Ansatzes. War da eine Frage? Wenn ich jetzt gleich Schluss mache, können wir uns da in Ruhe drüber unterhalten. Ich bin gerade am Schluss machen. Ja, also ja, wir sind fertig. Also du hast genau das richtige Gefühl gehabt. Du hast es 30 Sekunden zu früh geäußert, also gemessen an meinem Plan natürlich. Also ich bin damit jetzt durch, wollte euch die westlichen 10 Kategorien nicht anbieten, aber lest sie mal nach. Ich meine, dass es ein Ansatz ist, der wirklich ausgebaut werden kann, auf dem Weg zu einer gut durchformulierten zu einem Meta-Inventar für Professionalität und Organisationsberatung. Das wäre es dann jetzt mal für heute Morgen, ist es doch kurz nach 1 geworden. Wir treffen uns dann wieder um 3 oder um 3:15? Um 3 in diesem Kreis. Heute Nachmittag machen wir dann auch Professionalität und dann gibt es wieder eine geleitete Fantasie.